Ebner für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, alles hängt mit allem zusammen, oder nichts hat mit nichts zu tun. Die Wahrheit dahinter ist oft ganz simpel oder eben manchmal komplex verschachtelt. Die Ausarbeitung des sogenannten Global Compacts for Migration oder zu Deutsch Globaler Pakt für Migration befindet sich in der abschließenden Phase und soll, dieser Pakt, in 2018 von den Regierungen unterschrieben werden. Vorgestern, gerade an diesem Dienstag, gab es im EU-Parlament eine Aussprache und gestern eine Entscheidung zu diesem Part. Und mit Zustimmung der Union, CDU, CSU wurde beschlossen, ich zitiere, Migranten und Flüchtlinge, unabhängig von ihrem Rechtsstatus, anerkannt und die Staaten verpflichtet werden, sie zu achten, einschließlich des fundamentalen Grundsatzes der Nicht-Zurückweisung. Meine Damen und Herren, inklusive der Stimmen, gestern beschlossen im EU-Parlament der Union. Ziel der Union ist die Etablierung eines weltweiten globalen Pakts für Migration. Die aktuelle Ausarbeitung der New Yorker UN-Erklärung von 2016 etabliert ein Bündel von Rechten für reguläre Migration und von Pflichten für die aufnehmenden Zielstaaten. Zu den staatlichen Pflichten gehört die Bekämpfung von Xenophobie, mit Bezeichnung jeglicher Kritik an diesem Plan als eben solche Fremdenfeindlichkeit. Es soll auch keine Rolle mehr spielen, ob Flüchtlinge und Migranten an den Grenzen Pässe haben oder nicht. Die Erklärung könnte zum Signal für eine nie dagewesene Völkerwanderung werden, die vor allem in die Sozialsysteme Europas erfolgen wird. Wir haben uns noch gewundert, was die Beteiligung am Resettlement- und Relocation-Programm, dem Umsiedlungsprogramm der UN, im Wahlprogramm der Union zu suchen hatte. Jetzt wissen wir es. Sprache steuert das Denken. Wo also von Flüchtlingen oder gar von Geflüchteten die Rede ist, denkt man an Bürgerkrieg, Not und Hilfe. Aber man ahnt spätestens seit der Gewalt aus dem übergriffigen Migrantenmob nordafrikanischer Staaten in Köln und auch anderswo, dass viele der sogenannten Syrer eben nicht von dort kommen. Die IOM, Internationale Organisation für Migration, in Brüssel gegründet, beschäftigt sich seit 1989 mit der Steuerung von Migration. Seit dem Jahr 2013 ist sie Teil der UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Europa, Zielregion der Migration, hat kaum Mitsprache. Im Hintergrund stehen neben der westlichen Hilfsbereitschaft im Übrigen handfeste wirtschaftliche Interessen. Ein einheitlicher, globalisierter Markt, auch für Menschen, unbeschränkt durch nationale Regelungen, lässt sich nur nach Auflösung nationaler Identität erreichen. Das World Economic Forum Davos in seinem globalen Agenda Council for Migration hat für die Industrie bereits einen Businessplan, einen Business Case for Migration beschrieben, somit ein Geschäftsmodell für Migration. Ein Geschäftsmodell, zu dem im Übrigen der Daimler-Chef Zetsche noch sagte, mit Blick auf die Migranten und Flüchtlinge, dass ein neues Wirtschaftswunder heraufziehen würde. Was aber ein Staat ohne Grenzen, ohne Budgethoheit, ohne Definition der eigenen Identität, was will er, so ein Staat? Denn kein Grundgesetz kann die kulturelle Wertebeliebigkeit noch sinnstiftend regeln, die ein solches Siedlungsgebiet für jedermann darstellen würde. Es ist der bekannte One-World-Unsinn, der Armut sozialisiert, statt Leistung zu fördern, und der nicht erkennt, dass Toleranz ohne die Akzeptanz von Grundregeln zur Blaupause für Anarchie mutiert. Die bisherigen Entscheidungen erfolgten an den demokratischen Strukturen vorbei, um anschließend als alternativlos und großer Gewinn für die Zielländer präsentiert zu werden. Oder wie Frau Merkel schlicht sagte, nun sind sie halt da. Meine Damen und Herren, Verantwortung sieht anders aus. Im Übrigen aktuell, Benjamin Netanyahu geht jetzt deshalb davon aus, dass die Schwarzafrikaner, die Israel nicht haben will, die das Land verlassen müssen, auch auf Deutschland verteilt werden, weil Verpflichtungen mit dem UNHCR bestehen. Es ist damit klar, dass es hier nicht um Flucht vor Krieg oder Verfolgung gehen kann. Meine Damen und Herren, es geht um die geplante Umsiedlung
zu der sich Deutschland verpflichtet hat, am deutschen Parlament vorbei. Wer, meine Damen und Herren, hat die Bundesregierung dazu ermächtigt? Wann wurde das Thema im Bundestag behandelt und in der Öffentlichkeit berichtet? Wo waren die sogenannten Qualitätsmedien, allen voran ARD und ZDF, die doch immer gern am Nerv der Zeit sind? Lassen Sie, was gestern im EU-Parlament verabschiedet wurde, sich doch mal einfach vor Augen führen. Lesen Sie es doch mal. Es geht um die globale Neuordnung. Die EU ist dabei. Der Bundestag ist entmündigt. Sie hier, Sie, wie Sie hier sitzen, haben sich selbst entmündigt. Meine Damen und Herren, ändern wir das. Die USA haben die Mitwirkung am globalen Pakt für Migration gekündigt. Das ist ein No-Border-Programm. Und Sie haben recht, ein Pakt zur Aufhebung der Grenzen. Und eine Welt ohne Grenzen ist eine ähnliche Illusion wie Wohlstand ohne Arbeit. Herr meine Damen und Herren, achten Sie bitte auf die Zeit. Ja. Meine Damen und Herren, am Fries dieses hohen geschichtsträchtigen Hauses steht nicht der ganzen Welt. Meine Damen und Herren, dort steht dem deutschen Volke. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete.